Wenn du jetzt noch mal ein Auslandssemester machen würdest, wo würdest du dann hingehen? Also wenn es wo ganz anders hingehen sollte, ich bin noch nicht so super warm geworden mit der Idee, nach Asien zu gehen, aber vielleicht wäre da Singapur oder sowas doch noch irgendwo super interessant wahrscheinlich. Da habe ich schon das eine oder andere gehört. Oder dann doch nach Südamerika, weil ich ursprünglich nach Südamerika wollte und es dann nicht geklappt hat. Warum hat das dann nicht geklappt? Ja, Corona. Also, Das allgegenwärtige Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass es immer noch da ist. Aber ja, mit Corona war es dann schwierig, nach Südamerika zu fliegen und war alles sehr viel unsicherer. Und dann bin ich für die etwas sichere Variante gegangen. Und gesagt, in Spanien kann ich auch Spanisch lernen und dann passt es. Gut. Das heißt aber, dass dein Auslandssemester in Spanien mitten in die Pandemie gefallen ist. Ja. Wie hat sich das ausgewirkt dann? Hattet ihr online vorwiegend oder wie war das? Also zumindest bei mir, ich hatte tatsächlich keine einzige Online-Vorlesung, ich hatte aber auch wenig Kurse, war aber eine Ausnahme. Also ich habe von anderen mitbekommen, dass das alles online ist oder auch abgesagt wurde. Da hatte ich sehr viel Glück. Man konnte halt nicht so frei reisen, wie man es eigentlich für ein Erasmus-Semester wahrscheinlich gewohnt ist, wie es auch in Finnland gewohnt war. Ich konnte zum Beispiel gar nicht raus aus Navarra, also der Region, in der Pamplona liegt, wo ich war. So konnten wir halt dann nicht mehr ans Meer gehen, nicht mehr nach Barcelona gehen. Ich glaube, das war so die Haupteinschränkung. Und natürlich, dass man während der Ausgangsbeschränkung und so nicht raus konnte, das hat das Erasmus-Leben dann etwas eingeschränkt. Mhm. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.